Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Elder Scrolls Online. Und zwar in der letzten Folge haben wir ein Ritual vereitelt. Und das war schon ziemlich aufregend, aber ich hoffe, wir kriegen jetzt hier noch die anderen Klamotten hier zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier aussieht, ob die Zombies jetzt weg sind oder ob die immer noch hier rumgeistern. Ja, die sieht immer noch so aus, als würden die hier rumgeistern. Auf jeden Fall haben wir so ein Schwertsplitter bohren können aus dieser Höhle. Das hat super funktioniert. Vorne schon das erste Stück. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Ich laufe jetzt einfach mal hier rüber. Kann man so tun, als wüsste ich von nix. Nö, hat mich aber nix gekascht. Das ist schon mal gut. Hier haben wir schon mal einen Brief. Es fehlt nur noch ein Gegenstand, der liegt da vorne. Wir haben nämlich die Aufgabe, den Angehörigen, glaube ich, Bescheid zu sagen, dass ihre Leute halt gestorben sind. Und dafür brauchen wir halt Wertgegenstände von diesen gefallenen Personen. Und die sammeln wir hier jetzt einfach mal ein. So, das haben wir auch. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Ah ja, nur zur Info, ich suche immer noch einen Partner für Elder Scrolls Online, also wenn ihr Lust habt, meldet euch. Irgendwie will das keiner mit mir spielen, ich weiß gar nicht warum, es ist so ein schönes Spiel. Ich meine, optisch sieht das doch echt super toll aus und es macht auch Spaß, also ich kann mich nicht beklagen. Ich kann gar nicht genug klagen über das Spiel. Hab mir die Pferde ins Wasser, wenn wir durch den Tüppel schwimmen. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas auf mich gezogen? Nee, mich will nichts töten. Gut. Sprechen wir ihn mal an. Oh, er ist auch tot. So, die müssen wir jetzt abliefern. Und zwar hier in der Hauptstadt. Das werde ich auch diesmal tun. Wo muss ich denn hin? Geradeaus durch. Okay. Ich gehe aber mal hier hoch. Da, eine Scherbe, eine Himmelsscherbe. Wenn man drei von diesen Himmelsscherben hat, dann kriegt man einen Fertigkeitspunkt. Die sind natürlich sehr wichtig, um halt zu skillen. Und für mich ist es gerade wichtig, weil ich will ja noch ein bisschen Schaden machen. Deswegen habe ich mir halt überlegt, in Richtung Zerstörung noch ein bisschen zu gehen. Ich war betrübt, als ich von den Unruhen in Stillmoor erfuhr. Und wieso laufe ich eigentlich? Ich kann mich doch eigentlich auch porten. Ich glaube, ich porte mich einfach dahin. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber egal. Das Porten sieht übrigens auch sehr, sehr schön aus, wenn man das immer so sieht. Im Sternenhimmel, ganz viele Punkte drin. Schön, schön gemacht. Gefällt mir. So, wo müssen wir hin? Da vorne. Muss ich hier rein? Ah, jetzt muss ich allen Parteien wahrscheinlich Bescheid sagen. Gehen wir erstmal ins erste Haus hier. Sieht nach einer einfachen Aufgabe aus heute. Na, das Haus kennen wir doch. Da waren wir in der vorletzten Folge auch drin. Ich sehe es euch an. Ihr bringt Kunde von meinem Ehemann. Bitte sagt es mir. Dann ist er tot. Ich glaube, ich wusste es ganz tief drin. Vikon hatte meine Brosche immer bei sich. Nach Sinmos Angriff war Vikon fort. Wenigstens habe ich jetzt Gewissheit. Vielen Dank. Du bist aber ziemlich locker. Der arme Kerl. Er hatte immer solches Pech. Aber das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich glaube, das habe ich am meisten an ihm geliebt. Ich bin sicher, dass er versucht hat, zu mir zurückzukommen. So, machen wir den nächsten Auftrag. Boah, in meinem Zimmer hier, in meinem Aufnahmezimmer, ist es so warm geworden, weil das ist jetzt nicht das erste Display, was ich mache. Ich habe eigentlich schon heute 5 verschiedene Let's Plays immer. Und ich muss echt sagen, irgendwie geht mir langsam hier drin die Luft aus. Keine Ahnung warum. Würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin. Da müssen wir rein. Juhu. Seid gegrüßt. Tut mir leid, dass ich hier mit deinem Pferd hier über deinen Tisch springe, aber ging nicht anders. Okay. Da ist er. Mara wacht über uns allen.
Alles geschieht nach ihrem Plan, auch wenn wir das oft nicht erkennen. Ja, ich fürchte, er ist an mich gerichtet. So hat Flavia mich immer genannt. Sie war nicht nur eine liebe Cousine, sondern auch meine Akolytin. Flavia verschwand, als Sinmur Riften angriff. Möge Mara ihrer Seele Frieden schenken. Sie war so ein süßes Mädchen. Aber sie hatte das unschöne Talent, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Ich hatte gehofft, sie wäre im Tempel von Mara sicher. Aber Sinmurs Angriff hat diesem Traum ein Ende gesetzt. Sonderbare Art und Weise, Daniel. Vielleicht sind weitere Nachforschungen vonnöten. Hier durch die Bücherregale sollte man auf jeden Fall immer mal so durchgehen. Und einmal die Bücher durchklicken, weil manchmal sind da auch halt XP-Punkte drin versteckt. Das war der Verzauberungstisch, da wollte ich euch nicht ran. Einfach mal durchklicken. Was war das für ein Geräusch? Ah, eine Miezekatze. Hallo, Miezekatze. Wertkassette. Ich habe auch noch nie was geklaut hier im Spiel. Ich habe gehört, man kann auch hier Diebstahl machen. Aber das ist nicht so mein Ding. Ich bin eher so dieser gutmütige... Zum Große. Gutmütige Held hier. Also der Oberheiler. So. Fehlt noch ein Haus. Ah, geradeaus durch. So. Grüße. Grüße. Musik, die sie hier in den Städten immer spielen, die ist auch wunderschön. Also ich mag so eine etwas ältere Musik, so Mittelalter und so. Ja, wo ich sonst eigentlich nicht so drauf stehe. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, meine Frau Priya hatte ihn bei sich, als Sinmur Riften angriff. Ich hatte gehofft, dass sie noch leben und eines Tages zu mir zurückkommen würde. Jetzt kommt sie nie wieder. Sie war das Licht meines Lebens. An der Esse dachte ich den ganzen Tag nur an sie. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mir bleibt hier nichts mehr. Ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Okay. Damit müsste ich eigentlich alle abgeklärt haben. Ne, ich glaube, das war's. Muss ich weiter zurück. Moment, da kann ich aber auch. Boah, kann ich mich aber auch hinporten. So. Ich würde sagen, dann porte ich mich einfach mal hier hin. 525 Gold. Das war ein bisschen teuer jetzt. Da habe ich ein bisschen nicht aufgepasst. Das ist, wenn man viel nacheinander portet, dann wird das immer teurer. Weil das Geld, das fällt dann quasi weg. Ich kann das mal zeigen. Wenn jetzt hier drauf geht, jetzt würde ich 1000 Gold bezahlen für den nächsten Transport. Aber da geht das Gold runter. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ich habe es jetzt nicht getan. Deswegen hat mich das ordentlich Gold gekostet gerade. Weiß gar nicht, soll ich hier ran? Soll ich einen Turm machen? Ich probiere es einfach. Gucken, was hier ist. Ich galoppiere jetzt einfach mal dran vorbei. Zum Große. Zum Große. Oh, da ist Holz. Oder Seide. Ja, Holz. Brauche ich für meinen Beruf. Müssen ja weiter skillen. Muss ich auch mal wieder machen. Ja. Da oben steht einer auf der Mauer. Nur einmal würde ich gern irgendwo leben. Ein Helden des Paktes trifft man nicht grundlos auf seiner Türschwelle an. Was bringt euch in... Wutrat ist zerbrochen? Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Wir sind von Untoten umzingelt und sie kommen in Wellen heran. Wir rechnen bald mit einem weiteren Angriff. Tane Unwald. Unwald Eisenhand. Ihm wurde diese Feste gewährt, als er sich zur Ruhe setzte. Ihr könnt versuchen, mit ihm zu sprechen, wenn ihr wollt. Aber nun
Nach allem, was er durchgemacht hat, schätzt er Besucher nicht besonders. Der Taner hält Hof in der Halle. So sicher wie Sheogorath dein Verrückter ist. Bevor der Pakt gegründet wurde, ging Unwald entlang der ganzen Küste von Morrowind auf Raubzug. Seine Mannschaft kehrte immer schwer beladen mit Gold und Ehre zurück. Es geht nicht so sehr darum, wie er auf den Pakt reagierte. Es geht darum, wie der Pakt auf ihn reagierte. Plötzlich war es nicht mehr politisch opportun, einen Schlechter von Dunkelelfen zu ehren. Seitdem ist er hier draußen. Ei. Aber fast niemand benutzt mehr diesen Pass. Händler verschiffen ihre Waren über Ebenherz nach Windhelm und treten dann die Reise runter nach Riften an. Das ist das erste Mal seit dem Ende des Akavirischen Krieges, dass die Soldaten aufmarschieren. Wir haben die Truppen von Riften unterstützt und uns um die Verwundeten aus Virak gekümmert. Sauber. Okay. Also ich muss jetzt in die Festung mit dem Typen quasseln. Bin hier mal gespannt, wie er auf mich reagiert. So langsam wird es auch mal Tag hier. Es wurde auch mal Zeit. Also scheint dann wirklich mit der realen Tageszeit halt zusammenzuhängen, weil draußen, ne, wird es ja auch schon gerade wieder hell. Weil wir haben nämlich gleich 5 Uhr. Und hier wird es auch wieder hell. Das könnte echt damit zusammenhängen. Ich habe diese Rüstung gerade putzen lassen. Das ist nicht schlecht, gefällt mir. Das heißt aber, ich muss an mir angewöhnen, tagsüber zu spielen, damit ihr was da seht. Und wer seid dann ihr? Ein weiterer Spion der Jarle, ne? Bestimmt sollt ihr mich erdolchen. Also, sprecht, Hund. Ta, ihr haltet mich wohl für einen Narrenkind. Iskramors Axt ist in der Fallsteinhalle sicher. Selbst wenn dieses Garn wahr wäre, was bringt euch auf die Idee, dass ich so etwas haben könnte, hä? Habt wohl vor, mir die Schuld zu geben und dann die Kehle durchzuschneiden. Ja, der Komplex, Alter. Schön klingen eure Worte. Und schön mag auch euer Gesicht sein. Doch ich sehe die Jarle in den Schatten hinter euch. Nicht genug, dass sie mich hierher ins Exil schickten. Dass sie mich unter den Teppich gekehrt haben. Jetzt planen sie auch noch, mich verschwinden zu lassen. Sie kriechen den Dunkelelfen in den Hintern. Allesamt. Also er hat echt Komplexe, muss ich sagen. Euer hat seine Gründe, mein Tane. Sicher kann nichts Iskamors Axt etwas anhaben. Ich möchte euch bitten, selbst mit diesem Fremden sprechen zu dürfen. Tragt euer Anliegen vor, Fremder. Okay. Aha, ich hätte nach unten bleiben sollen. Nee, Bücherregale sind aber wichtiger. Ihr habt Glück, dass ich eingeschritten bin. Das sagt ihr. Der Verdacht meines Tarnes ist berechtigt. Ihr kommt zu uns mit Geschichten über eine zerschlagene Legende. Ihr habt keine Beweise. Keine. Nun, die Untoten könnten die Feste meines Tarnes jeden Moment wieder angreifen. Dies ist sein Heim und wir werden es verteidigen. Ihr habt keine solche Verpflichtung. Es wäre wohl am besten, wenn ihr dieses Anwesen eiligst verlasst. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht gehen. Trefft mich draußen. Oh, hallo. Seid ihr hier, um mein... Ich soll sie draußen treffen. Das ist schon mal gut. Was zur Hölle war das? Hat er gerade eine Katze nach mir gefaucht oder so? Hier kann ich nicht durch. Trefft mich draußen. Ja, ja. Aber erstmal bin ich hier. Wer bist du? Ist Doma nicht einfach zauberhaft? Er hat schon so viel gesehen. Aber er hat mir gesagt, dass er noch nie so etwas Schönes wie... Wie unsere Feste gesehen hat. Entschuldigt mich. Okay. Bisschen verwirrt, ihr Alter. Okay. Lass mich draußen. Ja, ich bin ja. Ich geh doch! Lass mich in Ruhe, Perle. Wisst ihr. Vergebt meinem Großvater sein Verhalten. Er steht neben sich. Ist mir nicht aufgefallen.
Ich brauche Hilfe. Die Dinge hier laufen schon länger aus dem Ruder. Großvater fühlte sich von den Jarlen schon immer schlecht behandelt. In letzter Zeit ist er zu der Überzeugung gelangt, dass sie planen, ihn zu töten. Irgendein armer Tropf kam mit einer Nachricht von Jarl Angjord. Großvater beschuldigte ihn, ein Meuchelmörder zu sein. Er wurde enthauptet. Ich sage es ja nur ungern, aber Thorulf war schon Großvaters Huskarl, als ich noch in Windeln herumlief. Er wirkte schon immer kühl, abgehoben. In letzter Zeit hat er sich jedoch verändert. In letzter Zeit führt er den Hofstaat. Er sagt Großvater, was er zu tun hat. Ihr habt es gesehen, oder nicht? Großvater hat euch nicht wegbefohlen. Thorulf tat es. Ich möchte Thorulfs Zimmer durchsuchen, aber er schließt es immer ab. Seine Wache Sirkidur hat den Schlüssel. Mich haben sie beide schon in Verdacht. Ihr hingegen habt vielleicht eine Chance. Gelangt hinein. Wenn ihr irgendetwas findet, trefft mich oben. Sie starben, als ich noch sehr jung war. Ein Überfall der Dunkelelfen auf Riften. Auf ihrem Marsch überfielen sie unseren Bauernhof. Es war nur noch Asche übrig. Ei, er hatte eine andere Stelle in der Nähe. Es war reines Glück, dass wir nicht auch getötet wurden. Er begann im nächsten Frühling mit seinen Raubzügen. Oma und ich machten viel zusammen, während er unterwegs war. Steppdecken, Bilder, für den Tag seiner Rückkehr. Sie ließ jede Nacht eine Kerze im Fenster brennen. Ja, ich... Sagt es nicht, bitte. Ich weiß, was ihr denkt. Ich könnte es nicht ertragen, das zu hören. Er hatte solch ein schweres Leben. Wir alle hatten es so schwer. Ich glaube nicht, dass sie das tun wollen. Was Großvater getan hat, ist heute viele Jahre her. Er ging vor der Bildung des Pakts in Morrowind auf Raubzug, scharte Krieger um sich und segelte ein oder zweimal im Jahr davon. Einer der besten. Krieger kamen aus ganz Himmelsrand, um mit ihm zu segeln. In einem Jahr schickte das Bardenkolleg sogar einen Skalden, um eine Chronik der Fahrt zu verfassen. Das war das Jahr, in dem Davons Wacht unter die Axt kam. Nach der Unterzeichnung des Pakts wurde ihm das Tarnetum über Vollhelm angeboten. Er wollte es nicht. Das wäre ihm zu weit weg von Omas Grab gewesen. Sie sagten, er würde sich den Ordinatoren des Tribunals stellen müssen, wenn er das Angebot ausschlägt. Sie müssen ihn nicht töten. Niemand singt mehr Lieder über ihn. Die Ordinatoren haben sie verboten. Die Jarle haben seine Statuen in Riften und Windhelm niederreißen lassen. Es ist schlimmer als der Tod für ihn. Er wurde vergessen. Ich glaube nicht. Tatsächlich begann beides aber ungefähr zur gleichen Zeit. Aber nein, an diesem Pass gab es tausende von Scharmützeln zwischen Nord- und Dunkelelfen. Die Toten haben sich noch nie zuvor erhoben. Ja, genau. Selbst vor dem Roten Berg haben die Nedir versucht, durch diesen Pass in die Lande der Chimär einzufallen. Tausende sind hier gestorben. Nicht alle haben Arkais Segen empfangen. Davon würde ich ausgehen. Wo ich jetzt... Es ist nur... Würde man nicht erwarten, dass die toten Nord und die toten Elfen weiter gegeneinander kämpfen? Doch stattdessen richten die Toten ihre Angriffe auf Vollhelm. Entschuldigt, was weiß ich schon über Untote? Ui, viele, viele zu viele Informationen. So, wir müssen wieder rein in die Festung und ein bisschen was durchsuchen. Aber wie es dort weitergeht, seht ihr, na, wisst ihr schon? Erst in der nächsten Folge von meinem Let's Play. Ich danke euch fürs mehr oder weniger Zuhören von dem NPC. Es ist halt nun mal bei Skyrim so, dass halt, beziehungsweise Elder Scrolls, dass halt ziemlich viel geredet wird. Aber ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal und dann werden wir erfahren, was sich in der Feste abspielt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.